Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind Itchy aus Eisling an der Filz und wir sitzen hier gerade in Kiel auf der Kieler Woche. Hier spielen wir heute Abend ein Konzert, aber vorher werden wir noch eure Fragen beantworten, die ihr uns zahlreich über Facebook geschickt habt. Und es war gar nicht so viel Scheiße dabei, glaube ich. Nee. Ich habe ja noch gar nicht geguckt, damit ich spontan antworten kann auf die Fragen. Ich habe auch noch nicht alle gelesen. Wir werden jetzt willkürlich etwas durchstöbern und versuchen, fragwürdige Antworten auf eure sehr intelligenten Fragen zu geben. Ich fange mal an. Andy Müller fragt: Im Oktober 2016 habt ihr nach eurem legendären Geburtstagskonzert eine Verschnauspause angekündigt, Anfang diesen Jahres dann die neue Platte angekündigt. Nun zu meinen Frage. Was ist das von der Grammatik, Andy Müller? Nun zu meiner Frage. Habt ihr beim Verschnaufen plötzlich Schnappatmung bekommen oder habt ihr unser T-Shirt wedeln einfach so vermisst? Ja, also wahrscheinlich ist es ist so, dass wir uns selbst viel zu schnell langweilen, wenn wir nicht irgendwas machen. Deswegen dachten wir, geil, jetzt machen wir echt mal eine Pause. Und so nach ein paar Wochen dachten wir, gut, irgendwas müssen wir jetzt machen, sonst sind wir völlig ab. Weil Urlaub war dann schon abgefespert. Was noch? Ja, eigentlich. Garten war rausgerissen, ja. Weil das Gemüse verdorben war mittlerweile. Ja, in die Bars meiner Heimatstadt haben sie mich schon nicht mehr reingelassen, weil ich irgendwie jeden Tag da war und sie sich Sorgen gemacht haben. Also ohne Scheiß, wir haben über 7 Monate kein Konzert gespielt. Das ist für uns in unseren 15 Jahren Bandgeschichte die größte Pause, die wir jemals hatten. Das heißt, für uns war es eine riesige Pause, für euch nicht, tut uns leid. Nächste Frage. Jonas Werner fragt: Hi Itchy, freut ihr euch schon aufs Open Flair oder geht ihr dieses Jahr auf Nummer sicher und lasst Panzer nur im Sitzen spielen, damit dieses Jahr keiner verletzt wird? Jonas Werner, ich habe wirklich richtig Schiss vor diesem Festival, weil als wir das vorletzte Mal da gespielt haben, habe ich mir auf der Bühne die Bänder gerissen, bin danach im Eschwiger Krankenhaus gelandet. Als wir das letzte Mal dort gespielt haben, bin ich von der Bühne gekommen, hatte hier so komische rote Linien, hatte dann eine Blutvergiftung, musste wieder ins Krankenhaus. Ich kenne da mittlerweile alle Krankenschwestern, alle Ärzte. Haben die dich nicht mit Namen begrüßt? Ja, hallo Panzer, wie geht's? Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich richtig drauf, aber ich habe auch richtig Angst. Ich glaube, ich werde mir in so einen Watteball einpacken. Oder falls Ärzte oder Krankenschwestern im Publikum sein sollten, kommt schon mal an die Bühne ran, dass im Fall des Falles jemand schnell eingreifen kann. Yannick Strobel, übrigens hat der Beitrag 15 Likes. Hilft bei Sibi noch ein Augenring-Abdeckstift oder ist Hopfen und Malz verloren? Willst du gar nicht? Nein! Ich habe extra die. Wollen wir die Antwort so geben? Na gut. Also jetzt mal hier ernsthaft, ja? Ja komm, was denn? Ich schaue oft schon im Spiegel, laufe ich vorbei und denke so, oh. Wirklich, und das ist nur wegen euch, weil ihr immer so Kommentare, diese schnippischen Kommentare, das geht mir nämlich langsam auf den Sack, so ist es. Aber ich dachte mir, wirklich kurz, ich habe mich mal hingesetzt und habe drüber nachgedacht. Und da dachte ich, ich bin Rockmusiker. Ja, lustig. ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, hey, ich bin Rockmusiker, ich muss mich doch nicht für Augenringe entschuldigen. Nein, absolut. Nein, musst du ja nicht, aber die Frage hatte 15 Likes. Ja, das muss man schon beantworten. Okay, Arschloch. Nächste Frage. Sebastian Petritsch, hat Sibi seine Gitarre, die er seiner Schule zur Zeit in der Schulband entwendet hat, mittlerweile bezahlt? Das war keine Gitarre. 12 Likes. Das war keine Gitarre, das war ein Bass. Den haben wir nicht bezahlt. Es ist aber auch mittlerweile so lange verjährt, dass es in unser Eigentum überging. Und die Schule hat jetzt keine rechtlichen Möglichkeiten mehr, diesen Bass zurückzufordern. Die können uns nichts. Aber man muss auch sagen, der Bass ist qualitativ so schlecht, dass er selbst uns nichts mehr bringt. Wenn wir es mal zu großem Ruhm schaffen, dann kaufen wir den einen neuen. Ich glaube, nee. Okay, nee. Wozu? Anscheinend doch nicht. Nächste Frage von Daniel Mahner, schon wieder ein Junge. Weißt du, das alles Sebastian oder Daniel heißt? Ja, wir brauchen unbedingt mehr Frauenfragen. Ich versuche demnächst eine anzubauen. Daniel Mahner fragt: Wer ist bei euch hauptsächlich fürs Songwriting zuständig und woher kommen die Ideen dazu? Also Songwriting läuft bei uns nach wie vor so, dass Sibi und ich erstmal zu Hause rumtüfteln und dann Ideen mitbringen im Proberaum. Und dann geht es eigentlich schon ans Eingemachte. Und wenn eine Idee für gut befunden wird, dann gibt jeder so seinen Senf dazu. Und es wird sehr intensiv zu dritt rumgewerkelt und diesmal haben wir auch mit unserem Produzenten Flo im Studio noch viel an den Songs rumgewälzt. Und so kommt dann am Ende hoffentlich meistens ein Lied raus, das irgendwie gut ist. Ja, man kann sagen, die beiden schreiben über mein Leben. Ne? Schauen sich mich an. Deswegen sind die Songs auch alle so melancholisch und traurig. Was? Nee, und was ganz schwierig ist, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist, wenn wir wie dieses Mal 40 Songs in etwa schreiben für so ein Album und am Ende kommen
13, 14, 15 drauf. Das heißt, mathematische Genies, wie wir sind, wissen wir, okay, 25 Songs müssen wir einfach in den Mülleimer werfen. Und es sind wirklich Songs, die komplett fertig sind teilweise, wo man sich schon stundenlang oder tagelang Gedanken über den Text gemacht hat und so weiter. Ja. Und es ist ganz schön heftig, die dann wegzuwerfen, weil man eigentlich weiß, okay, die werden das Tageslied wahrscheinlich nie erblicken. Und bei uns im Schwabenland sagt man Gratschad. Gell? Ja, gell. Also, nächste Frage, endlich mal von einer Frau. Jasmin Hellbach fragt, was waren eigentlich eure Traumberufe als Kinder? Also ich wollte im Kindergarten Bundeskanzlerin werden. Das hat ja super funktioniert. Was, sie wollte Bundeskanzlerin? Wie kann man denn im Kindergarten sagen, ich will Bundeskanzlerin? Was? Da muss man doch was Krasses werden. Ich wollte Fußballstar werden. Hat nicht so ganz funktioniert. Wobei, ich war mal in der württembergischen Auswahl, aber nur zum Besichtungstraining. Ja, aber da kann doch jeder hin, oder nicht? Nee, da wird man eingeladen. Wirklich? Ja, klar. Okay. Du bist da anscheinend nicht eingeladen worden. Nee, also ich habe auch 11 Jahre lang erfolgreich Fußball gespielt. Ich habe 11 Jahre lang Fußball gespielt. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben einmal ein Fußballspiel 22-0 verloren. Das war wirklich Anspiel-Gegentor. Du hast dich gerade noch getraut, den Satz mit erfolgreich Fußball spielen zu beginnen. Ja, das war ja auch ein dunkles Kapitel. Es würde später dann besser. Simi und ich sind einmal Oberschulamtsmeister zusammen geworden sogar. Ja, ja. Das war geil. Das war wirklich, bei Jugend trainiert für Olympia. Ja, haben wir einen Pokal bekommen auch. Und ich habe das nicht entscheidende 4-2 geschossen zum Schluss. Ich war stolz auf dich. Ja, aber ich muss sagen, ich habe auch relativ früh dann gesagt, ey, ich möchte Musiker werden. Mhm. Und jetzt hat es geklappt. Ja. Voll geil, ich finde das super. Wenn man in einem Poesiealbum schreibt, das möchte ich werden und später ist man das. Und ich habe in einem Poesiealbum geschrieben. Damit ich kurz werden. Ja. Nächste Frage lautet, was hat es mit der Remix-CD eurer neuen Platte auf sich? Das können wir euch beantworten. Wir haben uns gedacht, wir haben herausgefunden, dass wir es immer sehr interessant finden, wenn Leute Songs von uns covern, egal ob bei YouTube Videos hochgeladen werden, wo jemand, der Klavier spielen kann, einen Song von uns neu interpretiert. Oder andere Coverversionen, das finden wir immer sehr interessant. Und diesmal haben wir gedacht, dass wir ein paar der neuen Songs von unserer neuen Platte einfach mal rausgeben an befreundete Künstler, Bands, DJs und so weiter und denen einfach mal die Spuren geben von unseren Liedern und gucken, was die draus machen. Und ja, und jetzt haben Mono und Nikita Mann, Großstadtgeflüster. Wir machen ein Interview! Interview, Ruhe! Ruhe! Was ist überhaupt von Hemd? Kannst du kurz das Hemd filmen? Ja, jedenfalls haben ganz viele tolle Künstler Remixe von unseren Songs gemacht und die gibt es jetzt in unserer Deluxe-Box als LP-Version und als CD-Version, gibt es die als Beilage und nur da und das wird großartig. Und ich muss sagen, ich habe schon in den letzten Wochen habe ich mehr Zeit damit verbracht, die Remixe zu hören als unsere eigenen Songs. Das ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Aber auch geil. Also sind halt gut. Wirklich gut gemacht. Nächste Frage. Florian Emmerich. Hallo Itchy, ist Sibi mit Hugh Grant verwandt? Und wenn nicht, warum sieht er ihm dann so verdammt ähnlich? Gut, ein etwas jüngerer und verbrauchterer Hugh Grant, aber wenn es dunkel ist und man die Augen leicht zusammenkneift, ist es praktisch die gleiche Person. Was ich geil finde, ist ein etwas jüngerer, aber verbrauchterer Hugh Grant. Das muss man schon erstmal hinkriegen. Ich habe vor kurzem sonntags Notting Hill angeschaut, weil ich ja großer Julia Roberts Fan bin. Und dann hat meine Freundin ständig darauf hingewiesen, dass er genau gleich aussieht wie du und da konnte ich den Film nicht mehr zu Ende schauen. Deine Freundin sieht immer mich. Ja. Sarah Link-Borgmann fragt, gibt es Fans, die ihr an manchen Konzerten wiedererkennt? Die Antwort ist ja. Es gibt wirklich viele verrückte Leute, die manchmal eine fast komplette Tour von uns mitfahren und die dann immer hier genau vorne in der ersten Reihe am Zaun stehen, teilweise auch schon sehr früh, manchmal sogar vor uns an den Clubs ankommen und schon vorne kampieren, um dann später vorne zu sein. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ein paar darauf warten, dass ich wieder einen Text vergesse oder so. Ja. Weil wenn es mal passiert, dann ist es eher nicht so haha, sondern da ist er wieder. Da war es, alles klar. Hat auch lange durchgehalten bis dahin. Claudi Rocky Lintu hat gefragt, was hat euch dazu gebracht, euch für Tiere und Umwelt einzusetzen? Beziehungsweise was war Panzers Motivation, Vegetarier zu werden? Gab es irgendein Erlebnis oder Knackpunkt in eurem Leben? Dafür übrigens alle Daumen hoch. Daumen zurück hoch an Claudi Rocky Lintu. Der Max und ich sind Vegetarier. Max seit wie lang? Ich glaube jetzt 5 oder 6 Jahre. Stimmt, schon 5. Wahrscheinlich doppelt so lang schon. Auf jeden Fall
Lass ich erstmal dich fertig sprechen. Achso, ja, bei mir war es so, dass ich einfach vor 12, 13 Jahren einfach angefangen habe, mich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen und auch viele schockierende Videos gesehen habe und dann für mich entschlossen habe, dass ich davon kein Teil sein möchte. Und seitdem esse ich nur noch Gemüse. Und das ist tatsächlich ziemlich einfach heutzutage Vegetarier zu sein, weil wenn man im Supermarkt heutzutage reingeht, findet man ultra viele vegane und vegetarische Sachen, die man easy zubereiten kann. Und das war vor 12 Jahren noch ein bisschen schwieriger, aber heute mega easy. Also für mich war es tatsächlich damals, du warst involviert in meiner Entscheidung. Wirklich? Das war ja, wir hatten so ein kleines Gespräch und das war so, du hast gar nicht so belehrend irgendwie, sondern einfach nur so einen Satz gesagt, so einen Nebensatz. Und über den habe ich dann eine Weile nachgedacht. Und dann dachte ich mir, jetzt esse ich mal weniger Fleisch. Okay. Zum ersten Mal in meinem Leben. Du warst eigentlich großer Fleischesser. Ja, ich war großer Fleischesser. Und dann war es irgendwie auf einmal 2 Wochen gar kein Fleisch und ich habe nichts vermisst. Und seitdem ist es so. Und zur Tierliebe kann ich vielleicht noch sagen, also ich oder wir alle eigentlich, wir sind sehr große Tierliebhaber. Es gibt da Unterschiede. Sibi zum Beispiel steht sehr auf Alpakas. Es sind auch die Esel. Besten Tiere der Welt. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal mit einem Alpaka spazieren zu gehen. Wirklich, es wird euer Leben bereichern. Glaubst mir. Er meint das ernst. Ja, natürlich meine ich ernst. Ah ja, hier, es haben noch ganz viele Leute gefragt, wie es mit unseren Konzertberichten weitergeht, weil wir haben ja mittlerweile von jedem unserer über 900 Konzerten einen Bericht geschrieben und das wird fortgeführt. Wir sitzen jeden Tag schon wieder Backstage und tippen fleißig in die Tasten. Es wird auch weiterhin zu jedem Konzert einen ausführlichen Bericht mit guter Hintergrundberichterstattung geben von uns. Und wir planen, jetzt kann man die Katze aus dem Sack lassen, wir wollen einen Blog machen, wo wir Zeichenblock, quasi, ja, so ein DIN A4 Zeichenblock, okay. Mit kariertem Papier. Nein, wir wollen einen Blog machen und quasi unser Buch ein bisschen fortführen, gespickt mit Konzertberichten und ein paar Hintergrundinfos, die sonst nicht in unser Buch How to Survive as a Rock Band geschafft haben. Und da freuen wir uns drauf. Und wie gesagt, wir sammeln gerade richtig und sobald das Album rauskommt, gibt es eine neue Homepage, dann gibt es den Blog und dann gibt es alle Konzertberichte wieder zum Lesen. Und wir freuen uns, dass ihr die anscheinend auch so gerne lest, wie wir selbst. Nächste Frage ist, warum seid ihr immer so böse zu eurer Crew? Frage gestellt von Patrick Rabus. Unser Lichtler. Das ist unser Lichtmann. Es stimmt ja, nicht. Ich weiß nicht, was der hat. Was hat er denn? Ich meine, er muss sich halt sein eigenes Essen kaufen, selber gucken, wie er hin und zurückkommt, selber für den Schlafplatz sorgen, aber darf für uns Licht machen. Kriegt er nicht nur 20 Euro pro Tag? Was will der? Der kriegt 20 Euro dafür. Ja, wir haben doch erhöht. Das stimmt. Also ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, Patrick, du bist raus. Nee, um mal ganz ernsthaft eine Antwort zu geben, wir sind wirklich seit Jahren mit unserer Crew unterwegs. Teilweise haben Crewmitglieder auch schon 700 Konzerte oder so von uns gemacht. Und es macht so Spaß, mit denen auf Tour zu fahren. Das ist wie eine Familie, die auf Urlaub fährt, so, oder? Ja. So fühlt sich's an. Und da sind wir sehr froh, dass wir eine Crew haben, die wir schon lange kennen und die wir vor allem mögen, weil wenn man zu einem Bus wie jetzt zurzeit rumfährt mit 12 Leuten auf engstem Platz, dann sollte keiner dabei sein, den man nicht so mag. Und bei uns ist es so, dass wir alle mögen. Auch dich, Patrick. Leon Parents, hattet ihr mal einen Spinal Tap Moment? Für die Spinal Tap nicht kennen, das ist ein Film, ein sehr lustiger Film über eine Band, bei denen einiges schief läuft im Musikbusiness. Und mir fällt sprich, wir hatten Tausende. Ja, wir hatten Tausende davon. Wir sind eigentlich Spinal Tap 2. Und mir fällt gerade ein, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren beim Soundgarden Festival, da wollte ich zur Bühne und musste dazu aber nochmal durch so eine Sicherheitskontrolle, warum weiß ich nicht, und hatte meinen Pass vergessen. Und es war leider schon 1 Minute vor Bühnenzeit, ich war ziemlich spät dran und der Security hat mich nicht durchgelassen und ich wusste, gleich geht das Intro los und es sind noch 200 Meter zu laufen danach. Und dann habe ich den mit Händen und Füßen versucht zu überzeugen, dass ich der Typ von der Band bin, habe ihm Fotos von mir, Bandfotos gezeigt und irgendwann habe ich sogar noch angefangen, Lieder vorzusingen. Da war sich noch sicherer, dass ich in keiner Band spiele. Und irgendwann hat er mich dann doch durchgelassen und ich bin im Sprint noch angekommen. Das war ein bisschen unangenehm. Ich bin auch mit keinem großen Selbstbewusstsein auf die Bühne. Sehr traurig. Ich würde sagen, dann sind wir für heute mal durch. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Wirklich, das hat... Das machen wir wieder. Ja, das hat ultra viel Spaß gemacht, die zu lesen und zu beantworten. Und dann sehen wir uns dieses Jahr irgendwo auf Tour. Kauft unser Album, wir brauchen Geld. Guckt die Klamotten an. Wir brauchen Geld. Ja, wir müssen unsere Crew bezahlen. Patrick. Alles klar, macht's gut, wir sehen uns und bis bald.